Wir spielen heute Heidenziege in einer kompletten Sporthalle, die wir die ganze Nacht für uns haben. Mit dabei sind Marc Eggers, brachiale Kraft, unfassbar athletisch und extrem gut aussehend. Phoebe, 17 Jahre alt, stark wie eine 18-Jährige, extrem athletisch und sehr schnell. Felix von der Laden, auch mit dabei. Let's Hugo, hat diesen Monat so viele Twitch-Follower gemacht, wie Chef Strobel in seinem ganzen Leben noch nie hatte. Regina, man kann sich unterhalten. Schön, dass du dabei bist. 3, 2, 1, los! Okay, shit, wo soll ich jetzt hin? Aber du musst doch weggucken. Habt ihr eine schwarze Mülltüte, eine große schwarze Mülltüte? Ja, Scheiße, ich habe das Gefühl, man denkt jetzt so eine Turnhalle, richtig mega geile Versteckmöglichkeiten. Aber hier ist einfach, hier ist alles, wo sind die denn hingelaufen? Raus. Digga, hä? Also bis hierhin war der Plan durchdacht, jetzt nicht mehr. Darf ich mich hier in die Ecke, in die Mülltüte rein? Okay. Was ist das? Ich hab das weltbeste Versteck. Ich hab gerade eben Trockenübung gemacht. Und ein so ein Spind, das ist extra so ein bisschen offen. Licht kann eigentlich auch an sein. Und ich werde mich jetzt in diesen Spind einquetschen. Ja, aber dafür müssen wir, glaube ich, weil er muss nur die Tür aufmachen, die sind wir schon gefunden. Wir müssen irgendwo. Wie sind die Regeln? Wir dürfen einfach gehen. Jetzt könnten wir jetzt natürlich einfach zur Rewe gehen. Er hat keine Regeln erklärt. Och Mann, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde so schnell gefunden. So, meine lieben Freunde, ich komme! Ganz schön laut, ne? Okay, ich habe mir ein kleines Loch zum Atmen reingestochen. Mach das nicht zu Hause nach, ich kriege mal keine Luft rein. Ich mach hier eine Ecke, was ist denn da? Hm? Schon wieder sass, ne? Sass ist das. In der Fernsehwand vorbei. So, wen haben wir denn hier, hä? Oh, da liegt irgendwer drunter, den ich nicht kenne. Scheiße, jetzt regnet's noch. Rewe hat gesagt, alles ist erlaubt. No joke. Da war eine Tür. Ich bin auch wirklich Hugo nur nachgelaufen. Also du warst der Erste. Du hast die Tür, ja, die Büchse der Pandora geöffnet. Ich dachte wirklich, das wäre ein Raum. Ich bin da. Ey, das kann jetzt halt echt gut dauern, ne? Das sage ich ehrlich. Ja, das ist schon wieder so eine Corner hier. Oh, guck mal. Hotdog-Brötchen. Ich habe auch schon getestet, wie ich da rein muss. Scheiße, Leute, wir wissen nicht, wie wir wieder zurückkommen. Ich glaube, wir sind schon in Düsseldorf mittlerweile. Problem ist, ich bin jetzt auch kein Kletterer, ne, heute. Ich glaube, es hat sich niemand in der Halle versteckt, oder? It's raining. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da irgendwie noch was ist von der Halle, aber vielleicht. Also in der Halle hier ist halt einfach niemand, wa? Ich habe vorhin probiert, mich hier oben hinzusetzen und ich habe einfach eine Delle gemacht. Sorry an das Team, ja. Ey, so eine leere Halle ist schon gruselig, oder? Ja, hat was. Oh, hier im Utility Room. Ja, das bricht ja durch. Ja, nee, also das würde nicht mal der Zugo machen. Vor allem geht es hier nicht um Geld, also. Ich habe sogar die Stange hier kaputt gemacht, die da dran war. Ist hier einer bei dir im Schrank zufällig? Nee. Wo befindet sich Regina? A. Im Müllsack. B. Auf einer Parkbank. C. Auf einer Parkbank in einem Müllsack. D. Summoner's War. Ganz genau, Summoner's War. Denn Summoner's War hat mittlerweile 9-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Summoner's War ist nicht nur ein Handyspiel. Es hat eine aktive Community, eine E-Sport-Szene. Das ist deutlich mehr als ein Handyspiel. Zusätzlich dazu gibt es eine Menge PvP und PvE-Inhalte. Es gibt Ranglisten und verschiedene Dinge, um die du kämpfen kannst. Und genau aus diesen Gründen ist das 9-jährige Jubiläum das aufregendste, was jemals in Summoner's War passiert ist. Während dieses Jubiläums gibt es spezielle Münzen, die ihr in einem speziellen Shop zu speziellen Konditionen für spezielle Items eintauschen könnt. Und wenn du genügend Münzen gesammelt hast, kannst du verschiedene NAT-5-Monster, Feuer, Wasser, Wind, beschwören und für dich nutzen. Ebenso gibt es spezielle Schriftrollen, die nur während dieses Events verfügbar sind. Ziemlich OP. Und es sind nicht nur ein, zwei Schriftrollen. Nein. Es sind 100. Zusätzlich dazu gibt es in Summoner's Way ein paar richtig knackige Quests, die ihr für euch mit geilen Inhalten und richtig nicen Challenges erledigen könnt. Arschgeil. Immer noch nicht auf den Link in der Videobeschreibung geklickt habt, dann nochmal ganz kurz. Summoner's War hat über 180 Millionen Spieler, ist ein rundenbasiertes RPG-Game, das heißt, ihr habt zwischen den Zügen ordentlich Zeit nachzudenken, aber lasst euch nicht zu viel Zeit, denn sonst verliert ihr. Zusätzlich dazu hat Summoner's War eine riesige E-Sport-Szene, unter anderem gab es letztes Jahr in Seoul, Korea eine richtig geile Weltmeisterschaft. Die Summoner's World War Arena Championships, die extrem gut angekommen sind. Und wenn ihr auch ganz oben mitspielen wollt und auch Weltmeister in Summoner's War werdet, dann ladet euch jetzt das gottverdammte Spiel in der Videobeschreibung runter. Und jetzt eine wichtige Frage, wo ist Regina? Ja, aber da wird, also es ist ja sehr auffällig, dass man was vorstellt, oder? Ach so. Regina. Ja. Und das für nicht mal einen Euro. Och Mann, ey, ich hab gedacht, das wäre genial. Alles gut, ich mach dir keinen Kopf, ja? Okay, gute Nacht.
Digga, hier riecht's nach Axe und jetzt. Ey, das Problem ist halt. Nee, okay, doch nicht. Das sind halt die Fensterbänke. Ich dachte gerade, da könnte sich ja wirklich jemand hinter. Können wir ein bisschen Scooter fahren? Lass mit dem Scooter da reinfahren. Boah, können wir damit in die Halle reinfahren? Das wäre geil. Ja, natürlich, wenn das geht. Komm, John, ja, jetzt. Oh mein Gott. Ich glaube, er kommt. Oh, eine Frauenumkleide. Darf ich hier rein? Hallo? Kommt der Hausmeister? Okay, Alter, Reginas Versteck war schon krass. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Ja, er wurde noch nicht gefunden. Ich bin noch nicht gefunden. Hä, die müssen mit dem E-Scooter in der Halle rein. Felix und Bobo. Hä, haben die... Die haben den Leibscooter gemietet. Hä, hey, warte mal. Hallo? Wer ist das? Hallo, ey Jungs! Ja, komm, brauche ich gar nicht hinzugehen, die sind weg. Ja, sind weg. Marc Eggers und Phoebe. Ja, die zwei, ich muss die zwei basically berühren, ne? Stell dich mal davor, ein bisschen nach rechts, Kathi. Nur dich, ja, die anderen beiden habe ich ja nicht berührt. Was ist das für ein Verarscher, Alter? Ja. Nee, so hätte ich ja nicht dich zuerst gefunden. Hier Michael Jackson. Let's go, komm. Oh nein, wir haben einen Keller. Oh, Bro. Digga, wie groß ist denn diese Halle? Bro, hier sind so viele Räume. Er geht jetzt in den Gang. Er geht runter. Lauf. Komm. Oh mein Gott, Bruderherz. Hä? Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Also da gehe ich nicht weiter. Ja, aber das ist so extrem dreist, so, weißt du? Du denkst doch nicht, dass einer bei Verstecken sich vor deine Nase setzt, so. Fuck, das knistert die ganze Zeit. Alter, also wirklich jetzt mal. So langsam ist aber mal gut. Das kann doch nicht sein, wirklich. Guck mal, das sind wieder diese Scheißrunden, wo man denkt, kann man sich überstecken. Alle beschweren sich, dann sind sie irgendwie eine Stunde weg. Ist auch alles abgeschlossen hier. Entschuldigung, ja. Ich habe alles abgesucht, was soll ich machen? Ey, ich fass es nicht. Ich glaube wirklich zu 100%, dass ich gewinnen werde. Ey, ich verstehe es nicht. Ich raff's nicht. Also. Hey, bist du dumm? Bro, was? Hä? Ey, ich sitze die ganze Zeit da. Bin ich an dir vorbeigelaufen? Und du bist du. Und du so, Eggers und Phoebe. Und ich sag noch zu Kathi, bisschen nach links, sie verdeckt mich so. Und ich sitz da. Hä? Digga, da hast du mit Regina hier geredet, der lacht da. Was? Ey, guckt es euch auf den Aufnahmen an. Selbst die haben mich gesehen. Ja. Ach, Digga, ja stark, Bro, ja dumm. Du musst jetzt hier bleiben. Ey. Och, Digga. Jungs. Ist Phoebe schon draußen? Nee. Fuck! Ey, wo ist der hässliche Wicht jetzt schon wieder hingelaufen? Scheiße. Ey, Hugo, du darfst doch nicht weglaufen. Du hast gesagt, abklatscht. Ja, aber Bro, du darfst nicht weglaufen. Hugo, hallo! Digga, wirklich, ich spiele das nicht mehr mit so Leuten. Das bringt, guck mal. Warte, lass jemand dir zeigen, wo sie ist. Weißt du, wo sie ist? Ja, sie hat gewonnen, oder? Ja, Phoebe hat gewonnen, Hugo. Denn, aber geht aber mal hin. Ganz kurz, lass so tun, aber als würde weiterdrehen. Hugo kann weiter weglaufen wie so ein Idiot. Und wir sagen aber, dass Phoebe gewonnen hat, okay? Die suchen dich nicht mal. Egal, ich hab gewonnen. Bro, das ist nicht möglich. Das ist legit nicht möglich. Digga! Was? Das Ding ist halt, du bist die Letzte, aber Hugo denkt, es geht noch weiter. Der rennt die ganze Zeit vor mir weg. Aber wir werden dem nicht sagen, dass vorbei ist. Du hast gewonnen. Ich habe auch schon deinen Preis dabei. Ey, danke, das war ich schon immer. Ja? Okay, das geht. Damit hat Phoebe gewonnen. Und jetzt folgen einfach. Ich hab gewonnen. Der Krieg ist vorbei. Wie hat gewonnen? Phoebe hat gewonnen. Ja. Aber du hast mich nicht abgeklatscht. Du bist ja weggelaufen und bist draußen. Wir haben gesagt, ohne weglaufen. Der kann doch nicht hinterherlaufen. Ist mir egal. Guck ihn dir an, wie er mich dumm. Immer noch. Hugo, das Krieg ist jetzt eine Stunde vorbei. Du rennst die ganze Zeit durch die Halle und läufst von mir weg. Wir warten eigentlich nur, dass du. Also komm jetzt her, damit ich dich anfassen kann. Och, Digga. Können wir jetzt Völkerball spielen? Ja, wir spielen jetzt Völkerball. Okay.